Hallo zusammen, im heutigen Video gehen wir mal auf den vierten Teil unserer Urban Sketching-Reihe Istanbul. Und diesmal haben wir einen Ladenverkäufer beobachtet, der ganz entspannt vor seinem Laden saß. Das Ganze natürlich wieder mit dem Kugelschreiber, wir bleiben jetzt dem Medium treu und skizzieren ganz grob die Kontur und natürlich die Sitzhaltung. Das ist das, was uns dabei jetzt so gereizt hat. Ausgearbeitet wird natürlich erst einmal der Kopf, damit wir da so ein bisschen auf der sicheren Seite sind. Schattierung, kommen gleich alle nochmal zur Geltung. Also wichtig ist natürlich bei so etwas, dass ihr, wenn ihr so etwas skizziert, natürlich die Proportionen beherrscht, wie schon des Öfteren mal erwähnt, weil das hilft euch natürlich dann richtig zu sehen und zu erkennen, ob das stimmt, was ihr gezeichnet habt und ob man dann Sinn macht, es weiter auszuarbeiten oder nicht. So wie bei Porträts skizzieren wir auch natürlich bei solchen kleinen figürlichen Skizzen auch gerne, beginnen wir mit den Augen, weil da natürlich das meiste sozusagen, ja, nicht die Schwierigkeit ist, aber von dort aus kann man erkennen, ob man auf dem richtigen Weg ist oder nicht. Dann wird das Ganze natürlich dann im Gesicht ausgearbeitet. Das heißt, ist es ein etwas fülligeres Gesicht, ist das ein schmales Gesicht, ein altes, junges Gesicht? Das könnt ihr dann natürlich versuchen, in meine Zeichnung einzubauen, sodass die natürlich ist die Schwierigkeit dabei auch, dass die Person erkannt wird und dass die Gesichter nicht alle gleich aussehen. Ich sage jetzt mal so ein bisschen wie so ein Manga-Gesicht, dass sie nicht alle den gleichen Gesichtszug haben. Dann geht's in die kleinen Details. Also man sieht schon ein bisschen, die Wangenknochen stehen ein bisschen hervor. Daran erkennt man schon sofort, dass es etwas älteres Gesicht, ein älterer Mann ist, der einfach verträumt irgendwo hinschaut. Der Bart wird ein bisschen angedeutet, also ganz anders als eine ganz normale 45-Grad-Schraffur, die jetzt vielleicht nur die Schattenfläche andeutet. Beim Bart muss man natürlich ein bisschen so die mit der Haarwuchsrichtung die Striche andeuten. So, dann folgen die Ohren, der Bereich um die Ohren. Und dann geht es auch zum Haar. Immer wieder natürlich leicht vorskizzieren, modellieren. Wir nennen dazu, sagen dazu auch gerne modellieren, sodass der Strich eigentlich mit wachsen kann, ohne dass die Zeichnung des Strichs wächst, dass es jetzt irgendwie sehr steif wirkt. Deshalb immer wieder darauf achten, dass es locker anskizziert wird. So, und dann geht es weiter zu der Kleidung. Die wird auch nochmal grob anskizziert. Und dann natürlich auf die Falten, ganz wichtig, auf die Falten zu achten, genau zu schauen, wie laufen die, wie verhält sich das, damit dort alles stimmig aussieht. Und dann kann man noch so ein bisschen die Hintergründe nochmal, also praktisch so den Laden, bei ihm nochmal ein bisschen vorskizzieren, von dem er saß. Längeres Haar sieht man. Und zum Schluss kommen jetzt so die kräftigen Kontraste. Das heißt, da drücken wir ein bisschen mehr noch mit dem Kugelschreiber auf und skizzieren dann eine ganze Ecke noch so ein bisschen nach. Ja, also wenn jetzt vielleicht fragt euch, was bieten wir als Kurse an, was könnt ihr bei uns lernen? Natürlich ganz normal figürliches Zeichnen, Skizzieren, unterwegs sein. Oder ihr besucht uns unseren Mappenvorbereitungskurs, also mappenvorbereitungskurse.de. Da können wir euch perfekt für ein Studium vorbereiten, egal in welcher Richtung es geht. Und das Ganze mit einem sehr, sehr, sehr hohen Erfolg bei unseren bisherigen Teilnehmern.
Schaut einfach auf den Seiten, schaut euch um, also mappenvorbereitungskurs.de oder hier im akademiehohe.de und unter onlinekurse.de könnt ihr auch weitere beispielhafte Tutorials sehen. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen und bis dann, euer Akademie-Ruhe-Team.